Hey zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Lenia und das ist Gabriel. Und zusammen haben wir das Juvesa Sozialjahr gemacht. Wir sind jetzt beide mittlerweile Lernende im Domizil und wir zeigen euch jetzt den Alltag von uns. Kommt doch mit! Ich bin bei Juvesa in die Schule gegangen, einmal pro Woche, und die restlichen Tage habe ich im Betrieb gearbeitet. In der Schule hat man auch Fächer wie Deutsch und Psychologie und man kann auch Wahlfächer wählen, wie zum Beispiel Fremdsprachen oder Anatomie. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Die Lehrer haben sich Mühe gegeben, den Unterricht spannend gestalten. Es war sehr interessant und es kann einem auch wirklich weiterbringen. In meiner Klasse hatte ich Jugendliche, die haben ein Praktikum in einer Kita gemacht, mit Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet oder in einer Familie mit Gleichen. Im Sozialjahr musst du einfach Freude an der Arbeit haben mit Menschen. Du musst motiviert sein, in die Arbeitswelt einzusteigen und psychisch sowie auch physisch fit zu sein. Ich empfehle allen, das Juvesa Sozialjahr zu machen, die noch unsicher mit der Berufswahl sind oder solche, die sich noch nicht bereit fühlen, direkt nach der Schulzeit in eine Lehre einzusteigen. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Einblick hat dir gefallen. Melde dich beim Juvesa Sozialjahr an, ein Fact.